Jetzt kann ich dich töten. Wer weiß, Mr. Moore? Ja, den Detective getötet. Okay. Oder wir bleiben zusammen. Hast du auch rechts und links geguckt, bevor du über die Straße gegangen bist? Sonst bist du ein schlechtes Vorbild. Intro. Wenn ich jetzt tot bin, ist Rotpilz Traitor. Ah, hier ist der Traitor. Oh Gott. Ein Auto hätte mich fast überfahren. Ja, genau, da musst du, glaube ich, von innen musst du dann draufdrücken. Badarushi! Ich schieß gar nicht. Du tot dann. Nein! Nein, das war die Todesfalle, jetzt stellst du. Hallo, Mr. Morgan. Es ist neben dir, ist dann so ein Licht, ob du halt, und da steht dann grün oder rot. Ja, ah. Jetzt bist du innocent. Jetzt musst du hier rein. Warte, ich guck mal ganz kurz. Warte, lass mich ganz kurz gucken. Okay. Sag mal eine Banane, Mr. Moore. Jetzt schauen wir mal. Ah, Baby. Ja, ich habe gerade probiert, euch zu heilen, aber irgendwie wollte ich nicht. Bist du Heiler? Ja, ich bin Heiler. Ah, okay. Nur zum Leveln. Ah, sehr gut. Auf Max-Level doch nicht. Heil, Zombie! Heil. Heile alle. Heil, Zombie. Mr. Moore, lebst du noch? Mr. Moore. Wir wollen nur wissen, dass es dir gut geht. Ja, ich auch. Mr. Moore. Maudado? Okay, der jetzt über ist, ist auf jeden Fall Traitor. I was asking me. So. Who's living? Nigga. I don't know who's living. Oh, ich bin auf dem Dach, cool. Don't be scared, little bitte. Komm mal denn hier hoch? Komm ich auch gerade, wie du da hoch. Oh, da. Ah, jetzt. Oh Gott, ich komme immer noch nicht auf diese Scheißleitern klar. Ich wäre fast runtergesprungen. Ah, da hinten ist einer im Haus. Im Haus? Nein. Geradeaus. Ich koche nur. Ja, du bist ja auch eine Frau. Vor Wut. Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Nein. Das sah da so war ein geil Auto. Aus. Das sah so geil aus einfach. Oh Mann, nur ich bin tot. Ich bin mal fertig. Guck mal, Mr. Morgan im Handtick. Nein, was? Ich stand sogar hinter dir, hab voll gewartet. Und dann tötest du mich auch noch. Und da hangen noch die Leiche an der Wand, oder? Ja, ja, du hingst hier, so. Ah, schön. Ah, Leute, von dem Haus kann man unter einem Bett kann man in diese zum Traitor-Tester kommen. Ich hab gesagt, Mordado, du schießt auf mich. Wieso hört ihr mich? So, und jetzt müsst ihr alle Obst essen. Bananen! Was, Obst oder Obst? Oh. Obst. Obst? Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Oh. Ein bisschen mehr Obst. Man geht ja auch zum Kiosk. Ich bin aber allergisch gegen Obst. Debitor, bist du Traitor? Mach mal so ein ganz langes Krass. Und wir sind hier alle zusammen und keiner schießt auf den anderen wirklich. Simon ist Traitor. Warum werde ich immer beschuldigt? Bist du Traitor? Weil du das genauso wissen wolltest mit dem, Ich habe gegen die Tür geschossen. Alter, hast du gerade die Türe umgebracht? Ja, ich bin Traitor. Du kannst übrigens durch deine Tür gehen, wenn wir dich hier alleine lassen, ne? Durch welche Tür denn? Da ist diese Traitor-Tür. Ich verstehe das nicht, aber ich bin auch kein Traitor. Nein, genau. Natürlich nicht. Okay, dann lassen wir einfach mal Mordado da drin rein. Oder wir gehen einfach mal alle da rein. Ah! Oh, der ist verrückt. Der ist verrückt, Simon. Der ist gefühlt. Mordado? Ja? Lass das lieber sein. Mordado. Pass auf, lass das sein. Ey, hast du nicht auf ihn geschossen, oder? Ich hab in die Luft geschossen. Ich würde schon sagen, dann wärst du nämlich der Traitor. Mr. Moore und Debito, kommen alle mal, wir gehen alle hier zusammen rein. Weil wenn ihr beide nicht da seid, habe ich ein Misstrauen. Da kann ja irgendeiner den Knopf drücken und dann sieht man das ja nicht. Genau, irgendeiner. Genau, und dann sind alle tot. Und er lacht. Aber irgendjemand wird es schon merken, wenn er bei mir, Mr. Moore, bei mir. Ich hab die Beton gefunden, endlich. Yeah. Wir bleiben hier, okay? Wir warten auf die. Okay, ich komm runter. Lol. Oh, komm, schon runter. Wieder Feuer. Wer hat die geworfen? Das war auf jeden Fall du oder Mordado. Ich weiß nicht. Hallo? Jetzt sagt Mordado er was nicht und du sagst du was nicht, aber ich war es wirklich nicht. Hey, warum sollte ich mich mit Feuer im Raum einsperren, Simon? Warum sollte ich mich mit Feuer im Raum einsperren? Mordado? Da kommt Mr. Moore, oh Gott. Wir hatten da gehauen. Mr. Moore. Ich weiß, der Bombe nicht. Mr. Moore hat mich sogar geschlagen. Da ist noch Mr. Moore. Komm runter, Mr. Moore ist Inno, der war im Traitor-Tester. Alle ist die Blitzo. Alle jetzt mal da rein. Drückt mal alle an die Wand. Drückt mal alle an die Wand, Mann. An welche Wand? Komm her. Peter. Drückt alle. Komm. Peter. Komm. Peter, komm runter. Peter geht wieder hoch. Komm runter. Komm, Peter, nicht schüchtern sein. Komm. Ey, Peter. Komm einfach hier rein. So. Da oben, wir gehen jetzt alle. Peter macht. Peter kommt nicht. Peter kommt nicht. Peter, komm rein. Okay, warte, ich komm rein. Ich finde, das wird bestimmt tot. Nein, hier stirbst du ja nicht. Da schießt jemand. Lol, Mr. Moore ist auch da. Ich dachte, er ist Traitor. Alter, jetzt alle rein, los. Okay, also er ist... Warum? Wir haben doch gesagt, keiner schießt. Ich hatte noch 30 Sekunden. Hauptsache Peter, ich nehme deine Leiche mit. Hoffentlich bist du dann ein bisschen glücklicher. So.
Genau, und hängen sie an die Wand. Kann ich nicht. Das kann. Okay, es war. Oh, Mann! Es war so klar. Ich hab's mir die ganze Zeit gedacht, aber ich hab mir schon gedacht, dass du das warst. Du wolltest alle in einem Raum haben. Aber ich dachte die ganze Zeit, dass es. Ich war mir so unsicher. Ich wusste, dass du jetzt ein System. Du Random Killer, du. Du Random Killer. Ja, Random Killer. Du hast dich so von der Gruppe abgesondert. Da dachte ich die ganze Zeit, du bist das. War voll der orange Raum, ey. Geil. Oh Mann, das ist ein Stibbeltor. Jetzt musst du hier aufpassen. Hier musst du aufpassen, weil hier sind ganz viele Autos und die können dich umbringen. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Ja, geh einfach raus und dann rechts. Ja. So, geil. Am besten am Rand hingehen. Okay, oh, oh, es ist Mr. Moore. Mr. Man hört einfach nur, oh shit. Rupert, pass auf. Rupert, pass auf. Moore. Dann komm ich hoch. Da. Oh Gott. Oh, Bombe. Weg da. Ha. Oh. Oh, ah, er hat sich einfach, er hat einfach niemanden hochgejagt. Sein Leben hatte keinen Sinn mehr. Ich hab einfach ihn getötet, es hatte keinen Sinn mehr zu spielen. Mann, ich hasse es, wenn ich getötet werde, wenn die Runde vorbei ist. Da fühlt man sich gar nicht wie ein Sieger, obwohl man gewonnen hat. 10 Sekunden, dass ich einen töten kann, wo seid ihr? Da, das ist traurig. Spielspaß ist komplett reduziert. Was, wo warst du denn jetzt? Da schießt wieder so, jemand gleich. Nee, ja, nee. Nach einer Sekunde, weil ich hab Kisten kaputt geschossen. Oha. Bist du Traitor? Ja. Und jetzt hast du noch einen Fenster getötet. Habe ich das richtig gehört? Nein, das hast du. Das ein warst Fenster da getötet, du Schwein! Ja. Oh. I got the reference, nigga. Mordado? Mordado? Pass auf! Oh, da hat gerade jemand geschossen. Ja, hm, ich weiß, wer Traitor ist. Und ja, da, ich seh ihn. Da, Mr. Moore hat gerade geschossen. Hallo? Nee, hab ich nicht. Ich schwör. Rotpilz? Hey, er wirft direkt seine Waffe weg. Ja, aber ich hab grad eben einen Schuss an dem. Ich hab grad das Eisen so klingen hören. Er hat auch geschossen, aber ich glaube. Da schießt jemand. Ey, da hat er auf mich geschossen. Er hat das direkt weg, seine Waffe direkt weggeschmissen, deswegen glaube ich nicht, dass es ist. Ja. Und er schießt. Da hat jemand so eine Crowbar. Wer war die ganze Zeit bei Rotpilz und Mr. Moore. Da hat eine Crowbar. Da, stopp, wer ist das? Mordado und das ist Rotpilz, okay. Und eine Crowbar. Ich war die ganze Zeit bei Rotpilz und. Okay. Was? WTF? Untersuch ihn! Ich wollte direkt. Hä? Mr. Morgame! Er sollte es untersuchen! Bist du Traitor? Nein, wirklich okay. Nicht. Okay. Wer lebt denn noch? Er sagt es im Lachen, hast du gehört? Ja, irgendwie! Aua! Ja, Mr. Moore schießt auf mich, Mr. Moore ist Traitor! Nein, ich wurde von euch. Warum schießt du dann auf mich? Ich hab doch gar keine Shotgun! Nein, warum werd ich jetzt beschossen? Einer von euch ist Traitor! Mr. Morgame random killed! Nein, einer von euch ist Traitor! Ich hab Angst. Und dann noch beschweren, wenn man angeschossen wird. Schau lieber ab hier. Ah, Ronaldo ist Traitor! Nein! Ah, Herr Zwei? Ja, wir sind. Nein! Töt mich nicht! Ich habe. Einer! Simon war am Anfang der Runde. Ich dachte, das ist Simon, weil er direkt rumpisselt. Genau. Einfach anstatt zu untersuchen, direkt draufschießen, Mr. Moore. Ja, du hättest mich ja in der Zeit auch töten können. Ich würde nicht einfach so, ohne zu reden, auf Leute schießen. Doch. Niemals das machen. Hast du, aber du hast nichts gesagt. Ja, das will ja. Das ist ja eine Lache. Deswegen sagte ich, er schießt jetzt auch auf mich. Und ich wusste nicht, dass ihr beide Traitor seid. Er war doch gar kein Traitor. Simon war kein Traitor. Ich kann mich bewegen. Ja! Geht jetzt alles? High five, man! Krass. Mit dabei ist heute. Mit dabei ist heute der Rotpilz. Hallo. Mordado. Hallo. Debitor. Hallo. König Moore. Gut, der sagt nicht, er ist Traitor. Er ist Traitor. Und Zombie. Es ist ja. Rotpilz, er ist so wunderschön. Okay. Ah, er schießt auf mich. Mr. Moore. Rotpilz hat geschossen. Rotpilz hat auf Mr. Moore geschossen. Mordado, bleib stehen. Rotpilz hat auf mich geschossen. Okay, schneiperst du mich jetzt tot? Ne, ich hab ne Shotgun, ich kann nicht wegsnipern. Jetzt kann ich dich töten. Bam, bam, bam. Aber mach ich. Mr. Moore. Komm, wir bleiben zusammen. Ich hab den Detective getötet. Okay. Oder wir bleiben zusammen. Hast du auch rechts und links geguckt, bevor du über die Straße gegangen bist? Sonst bist du ein schlechtes Vorbild. Im Holzrad, hier. Okay. Oh, du hast alles weggeschmissen. Okay. Ja. Geh weg. Du hast Angst. Ich hab Angst. Ja, es gibt zwei Traitor, da müssen wir aufpassen. Ja, richtig. Oh, warte mal, die Waffe möchte ich haben. Eine hat er jetzt Deagle. Die Deagle? Kannst du mich jetzt one-shotten? Oh, könnte ich auch mit der Shotgun. Ja, das ist da immer so eine Sache. Okay, warte, wer ist tot? Mal, wenn jetzt da ein Traitor drin ist im Traitor-Raum, dann kann er mich jetzt töten. Uns beide. Oh, nein. Mr. Moore. Und das ist ein Traitor-Tester, aber wir benutzen den ja nicht. Ah, das ist ein Traitor-Tester, okay, gut. Wo seid ihr eigentlich? Ich bin bei Mordado. Also, was falls ich aufhöre zu reden, dann wisst ihr, Mordado ist. Falls er aufhört zu reden, wisst ihr, ich bin's. Mordado ist Traitor? Okay. Dann töten wir ihn gleich. Mordado ist nur Traitor, wenn ich nichts mehr sage. Achso, dann warten wir, bis du es sagst. Und dann töten wir ihn. Mordado, komm, bleib bei mir. Das ändert natürlich alles. Mordado. Aber da unten ist es so dunkel. Obwohl, das hat ja Licht. Bleib bei mir.
Komm her, Mordor. Nimm mich in den Arm. Du machst dich verdächtig. Ich esse übrigens Schokolade. Simon, du machst dich auch ziemlich verdächtig, muss ich sagen. Moment, ich muss dir ein Stück Schokolade essen. Du bist, ich hab gehört, hier auf der Map gibt's Autos, die in Tod fahren können. Ja, soll ich mal zeigen? Ah, nein. Da ist nichts drin. Immer nach rechts und links gucken und dann über die Straße gehen. Ja. Also die Autos sind so schnell, die überfallen dann wahrscheinlich sowieso. Sind schnelle Autos. Vom Raum. Die fahren mindestens 50 km/h. Die Map ist aber voll riesig irgendwie, oder? Nee, ja, es sieht am Anfang nach wenig aus, aber hier zum Beispiel die Katakomben sind noch riesig oder was auch immer das ist. Der Untergrund. Wie kriegt man ja, der Untergrund. Der Untergrund. Okay, hier da ist jemand. Hier ist Mr. Moore. Ich bin bei Mordado. Mr. Moore hat eben nicht geredet, als ich alle vorgestellt habe. Das hat ihn verdächtig gemacht, ne? Tut mir voll leid. Er hat es auch im Nachhinein noch geschrien. Ja. Mr. Morgan, guck mal, töt mich jetzt. Ich gehe hier in den Raum. Du kannst mich jetzt als Traitor töten. Wie mache ich das denn? Du musst da hinten durch. Da in dem Raum ist so ein Geheimgang. Wie mache ich das denn, wenn ich Traitor bin? Das war sehr auffällig. Stopp! Schieß dich auf mich! Dreh dich um! Dreh dich um! Nur eine rein theoretische Frage. Du bleibst da drin, du bleibst im Raum drin. Ich sag dir. Hilfe, er schießt auf mich! Er schießt auf mich! Hallo. Und er hat mich am Anfang der Runde getötet. König Moore, ich glaube, aua! Schießt er auf mich! Ich sag auch noch, Mr. Moore random killed. Und dann tötet Mr. Moore mich. Er tötet mich direkt am Anfang der Runde, weil ich ihn abschießen wollte, weil er war so verdächtig. Und dann sagt er auch noch, er hat mich abgeschossen, wirklich. Und er hat doch gewusst, dass er mich getötet hat. Und keiner macht was. Ich hab das gar nicht gehört. Hey, nicht rum. Mr. Moore hat auf dich geschossen. Ich hab auf dich geschossen, Rotpilz, ja? Der stand aber direkt bei mir. Ja, aber trotzdem hab ich auf dich geschossen. Ich war auch neben dir. Warum hat dich getötet? Was seid ihr fies? Du hast Mr. Moore zu Unrecht verurteilt, ja? Er hat mir zugeschaut. Er war trotzdem böse. Einfach verzeihen. Tötet alle. Also ich fand ungespielt war sehr verdächtig. Ich hätte gerne ungespielt noch zugeguckt, wie er dich da drin gefangen gehält, aber ich musste halt meinen Kameraden retten.